Bundesliga, 22. Spieltag mit den besten Wetttipps und der Frage, gibt es für Bayern die dritte Niederlage in Folge oder können sie vor allem bei den starken Bochumern das Ruder rumreißen? Verpasse keine Top-Quoten mehr und sichere dir unseren Quoten-Boost-Alarm über den Link in der Videobeschreibung. Yeah, das war nix bei den Bayern in der vergangenen Woche. 0-3 ohne Torschuss gegen Leverkusen, 0-1 in der Champions League gegen Lazio Rom. Und das auch ohne Torschuss. Jetzt müssen sie nach Bochum am Sonntagabend. Am Freitagabend geht's los mit Köln gegen Bremen. Die Bremer sind ja on fire gewesen. Nach dem Sieg unter anderem gegen die Bayern haben sie noch zwei weitere Spiele gewonnen. Aber jetzt ist die tolle 7-Spiele-Serie der Bremer gerissen gegen ausgerechnet eine andere formstarke Mannschaft, Heidenheim. Nichtsdestotrotz sind auch die Kölner stark drauf. 3 Spiele in Folge nicht verloren. Aber so richtig gewinnen, außer gegen dezimierte Frankfurter, können die jetzt auch nicht unbedingt. Deswegen sehe ich eigentlich hier schon wieder eigentlich den Vorteil bei der höheren Quote, in dem Fall bei Bremen oder eben direkt bei einem Unentschieden, wenn man die Kölner jetzt nicht unterschätzen will. Auf der anderen Seite finde ich auch diese Unentschieden keine Möglichkeit auf Bremen mit einer Zweierquote richtig gut. Wenn du das auch gut findest, gibt es bei Neobet einen Quotenboost, der es in sich haben könnte. Wenn Bremen gewinnt und beide ein Tor erzielen, gibt es eine 6er-Quote. Und das finde ich, wenn ich eh schon davon ausgehe, dass Bremen das gewinnen könnte, eine super attraktive Quote, die man mit einer Sechstel-Einheit mitnehmen kann. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Da gibt es dann auch einen Bonus, der sehr interessant ist. Ansonsten, wie gesagt, auch diese Unentschieden keine Möglichkeit auf Bremen eine Wette wert. Die Heidenheimer sind ja die Bremer Bezwinger und empfangen jetzt den Tabellenführer mit Leverkusen. Dass die da auch ungeschlagen bleiben, das scheint fast aussichtslos zu sein. Auf der anderen Seite ist die Leverkusen-Quote natürlich spaßbefreit. Da braucht man gar nicht dran denken. Aber jeder und seine Mutter wird wahrscheinlich hier von einem Leverkusen-Sieg ausgehen. Ich enthalte mich hier einfach und hoffe für die Spannung der Bundesliga das Beste. Aber ganz ehrlich, die Spannung bleibt mehr bestehen, wenn Leverkusen das auch gewinnt und den Bayern noch weiter enteilen kann. Dass es vielleicht mal mit einer anderen Meistermannschaft als den Bayern funktioniert. Mainz gegen Augsburg. Warum ist hier Mainz Favorit? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, wenn man bedenkt, die Mainzer sind eine der schwächsten Heimmannschaften. Erst ein Heimsieg aus 10 Spielen und die Augsburger sind eigentlich relativ gut in Form, auch wenn sie auswärts erst zweimal gewinnen konnten. Die Ergebnisse der Augsburger können sich absolut sehen lassen, denn nicht nur haben sie jetzt gegen Leipzig gepunktet, auch gegen Bayern war es knapp und gegen Leverkusen nur 0-1 bei einem Sieg gegen Gladbach und sonstigen Punkten noch gegen Bochum. In Bochum, bei den starken, heimstarken Bochumern, sehe ich jetzt nicht, warum Augsburg hier Außenseiter sein sollte gegen ein Mainzer Team, das überhaupt erst einmal in dieser Saison gewinnen konnte, zwar jetzt einen neuen Trainer hat, aber hey, an dem liegt es zwangsläufig nicht. Wenn selbst ein Bo Svensson das nicht geschafft hat, finde ich, hat diese Draw-No-Bet-Wette auf Augsburg bei einer 2,6 durchaus viel Schönes, aber auch die Double Chance auf Augsburg bei einer 1,8 könnte man alternativ dazu nehmen. Die Stuttgarter sind zu Gast bei Darmstadt. Dass es hier etwas anderes als ein Stuttgart-Sieg geben könnte, scheint auch aus dem Fantasiereich vielleicht gezogen. Die Stuttgarter sind wahrscheinlich die zweitbeste Mannschaft nach Leverkusen im Moment, weil die Bayern ja schwächeln. 3 Siege haben sie jetzt in Folge und im Pokal nur ganz knapp gegen Leverkusen verloren. Und die Siege waren alle sehr überzeugend, mit 5 Toren gegen Leipzig sowieso, 3 gegen Mainz und Freiburg. Sollten auch die Stuttgarter dieses Spiel in Darmstadt gewinnen und dann ist auch diese 1,5-Quote gar nicht schlecht für eine Double Bet oder so mit einer anderen niedrigeren Quote oder als Einzelwette mit ein bisschen Risiko. Asian Handicap minus 1 auf Stuttgart müsste dann hier so eine 1,8 um den Dreh geben. Hoffenheim, Union.
Wieder ist die Auswärtsmannschaft krasser Außenseiter bei den Buchmachern, was aber für mich wieder keinen Sinn macht, beziehungsweise ist ja gut, dann finden wir da Value. Denn während Hoffenheim seit mittlerweile 2, 4, 6, 7 Bundesligaspielen keinen Sieg mehr einfahren konnte, zeigt die Form von Union Berlin doch stark nach oben. Außer den Niederlagen gegen Leipzig und Bayern, und ja, gegen die kann man natürlich verlieren, waren die Ergebnisse 2024 durchaus okay. Man konnte sich in der Tabelle vom Abstiegsplatz 16 ein bisschen absetzen. Und das Momentum liegt doch klar auf Seiten von Union. Warum sind die hier Außenseiter? Eine Wette auf Union Asian Handicap 0 bei einer 2,6 oder Double Chance mit 1,8, beides gut. Ich bevorzuge aber die höhere Quote, wie auch im Augsburg-Spiel. Eine von beiden Mannschaften wird schon gewinnen oder zumindest, ja, wenn beide unentschieden spielen, dann verliert man hier auch nichts. Während man bei dieser Draw-No-Bet langfristig gesehen wahrscheinlich ein bisschen Geld auf der Strecke lässt. Aber auf der anderen Seite beides vertretbar. Wolfsburg empfängt Dortmund und ist wirklich in der Bredouille, und auch deren Coach Niko Kovac. Man fragt sich ja schon, wie lange der noch da an der Seitenlinie stehen darf. Nach so einer wirklich furchtbaren Serie, 2024 noch kein Spiel gewonnen. Sie waren allerdings auch hier lange ungeschlagen. Jetzt hat es gegen Union eben nicht mehr gereicht. Dortmund auswärts ist ja immer so ein spezieller Fall. Haben jetzt auch in Heidenheim wieder nicht so performt, wie man das erwarten müsste von einer Champions League-Mannschaft. Aber trotzdem, gegen so schwache Wolfsburger hat eine 2,2 auf Dortmund meiner Meinung nach schon Value. Man muss es nicht machen, man kann es definitiv aber vertreten bei der Quote. Why not? Leipzig gegen Gladbach verstehe ich auch die niedrige Quote nicht ganz, denn die Leistungen von Leipzig waren nicht besonders toll, was die Ergebnisse betrifft. Gegen Real haben sie in der Champions League natürlich tapfer dagegen gehalten und hatten vielleicht auch etwas Pech, dass sie hier verloren haben. Aber das zählt ja am Ende nicht und interessiert ja auch keinen mehr am Tag danach. Wenn man verloren hat, hat man verloren. Also nur ein Sieg aus 6 Spielen 2024 in den Pflichtspielen. Auf der anderen Seite sind die Gladbacher schon dafür bekannt, dass sie in wichtigen Spielen gegen Top-Teams wie eben Stuttgart da sind. Da haben sie gegen Stuttgart gewonnen, gegen Leverkusen einen Punkt geholt und gegen Bayern immerhin auch ein Tor geschossen. Da sollte es doch gegen Leipzig auch an einem guten Tag zu einem Punkt reichen. Will sagen, ich wette nicht auf Gladbach und nicht gegen Leipzig, aber ich wette bei der niedrigen Quote auch nicht auf Leipzig. Wette ich auf Freiburg oder Frankfurt? Wahrscheinlich weder noch. Und das hat die Gründe, dass die doch sehr nah in der Tabelle zusammen sind, dass die Freiburger zwar heimstark sind und die Frankfurter so lala auswärts, aber beide eben jetzt gerade in der internationalen Liga, Europa oder Conference League ran müssen, und die etwas heimstärkeren, favorisierten Freiburger da ein schwereres Auswärtsspiel bei Lens haben im Vergleich zu Frankfurt, die nach Belgien müssen. Also man kann hier in alle Richtungen argumentieren, nur wenn man sich wirklich nicht so auf einen Sieger festlegen kann, dann macht die kleinste Quote am wenigsten Sinn, sondern eher ein direkter Einsatz mit einem kleinen Ein-Drittel-Einheit auf ein Unentschieden oder ein Unentschieden keine Möglichkeit auch auf Frankfurt, wobei ich, wie gesagt, hier sogar das Unentschieden bevorzugen würde. Jetzt zu den Bayern. Die sind zu Gast in Bochum und die Quote von 1,3 viel, viel zu schlecht, um darauf zu wetten, nach den beiden schwachen Auftritten der Bayern zuletzt. Hinzu kommt natürlich, dass Bochum erst einmal zu Hause verloren hat. Sehr starke Leistung, und Bochum-Fans erinnern sich bestimmt an diesen 4:2 Heimsieg vor 2 Jahren der Bochumer gegen die Bayern.
Zur vollen Wahrheit gehört aber auch, dass sie in den letzten 5 Spielen 3-mal genau 7:0 gegen Bayern verloren haben. Das ist schon wirklich außergewöhnlich. Mit Zufall kann das ja fast nichts mehr zu tun haben. Also haben wir hier eigentlich nur die Wahl, dass Bochum hier überrascht oder 7:0 verliert. Dass sie 7:0 verlieren, glaube ich fast nicht. Dass sie überraschen, wäre gar nicht so eine Überraschung im Moment. Drauf zu wetten, würde ich allerdings auch nicht. Und das waren die Wetttipps und Quotenboosts zu diesem 22. Bundesligaspieltag. Und auf vielfachen Wunsch, dass ich ja wieder meine Ergebnisse posten soll und am Ende zusammenfassen kann, habe ich einen Vorschlag. Du meldest dich über den Link in der Videobeschreibung bei Neobet an und ich zeige dir die Ergebnistipps und meine Wetttipps, okay? Also, ich warte. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Was? Du willst dich nicht anmelden? Naja, für alle anderen, die sich nicht beschwert haben, dass ich keine Ergebnistipps gepostet habe, für die gibt es jetzt die hier. Und für alle anderen natürlich auch. Also, wo sind sie? Schauen wir mal. Tada! Wir haben einen Bremer Sieg gegen Köln, 2:1. Und wenn dieses Ergebnis so oder so ähnlich einläuft, also Bremen gewinnt und beide treffen, ist der Neobet-Boost mit der Quote von 1,6 durchaus interessant. Für alle, die kein Neobet-Konto haben, können das über den Link in der Videobeschreibung nachholen, bekommen dann auch einen tollen Bonus. Ansonsten für alle, die woanders sind, gibt es natürlich die Wahl, das Bremen Asian Handicap 0 mit einer Quote von 2,6 zu nehmen. Heidenheim, Leverkusen, ein knapper Sieg für die Leverkusener, ein knapper Auswärtssieg für Augsburg sollte doch in Mainz drin sein. Asian Handicap 0 auf Augsburg mit einer 2,6er Quote finde ich gut. Stuttgart gewinnt deutlich gegen Darmstadt, alles andere wäre eine Überraschung. Und Asian Handicap minus 1 auf Stuttgart wäre eine mögliche Wette. Hoffenheim, Union, da kann ich mich nicht so auf den Sieger festlegen, aber der Trend geht schon zu Union. Eine Double Chance drauf mit 1,8 wäre doch ganz okay. Dortmund sollte gegen Wolfsburg gewinnen und dann bei einer Wette eine 2,2er Quote abstauben. Bei den restlichen 3 Spielen konnte ich mich nicht so recht motivieren, wegen der Quoten zu wetten. Tippspielmäßig gehe ich einfach mal immer auf ein Unentschieden und wetttechnisch wäre auf jeden Fall nochmal Frankfurt gegen Freiburg interessant mit einem Unentschieden. Wie soll das Spiel sonst ausgehen, oder? Also das ist doch die klarste Unentschieden-Wette aller Zeiten. Schreib deine Tipps gerne in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Verpasse keine Top-Quoten mehr und sichere dir unseren Quoten-Boost-Alarm über den Link in der Videobeschreibung.